Oh God, I am the American Dream. Hallo liebe Freunde, ich habe Don John gesehen, eigentlich schon auf der Berlinale, ein Film von und mit Joseph Gordon-Levitt, sein erster Film. Es geht um Don John, ein junger Typ, schickes, geiles Auto, geiles, so ein altes Muscle Car hat der. Für den sind Äußerlichkeiten das Wichtigste, was es gibt. Er geht regelmäßig ins Muckistudio, pumpt seine Muskeln auf, macht zu Hause die Wohnung, wischt alles immer sterilst sauber und besorgt sich mit seinen Kumpel zusammen am Wochenende abends seine Ladies im Club, die er dann abschleppt und mit denen poppt und dann wieder nach Hause schickt. Es gibt ein paar Dinge, die mir wirklich was bedeuten. Mein Körper, meine Bude, meine Karre, meine Familie, meine Kirche, meine Jungs, meine Mädels. Und er hat eine große Sucht, die den meisten von euch irrsinnig bekannt vorkommen könnte. Er ist süchtig nach Pornos. Don John zieht sich ohne Ende Pornos rein, schleudert sich einen von der Palme, macht den Computer zu, macht alles sauber und tut so, als wäre nichts gewesen. Das war bislang kein Problem. Dann aber lernt er eines Tages eine super Frau kennen. Ein tolles Mädchen, wahnsinnig hübsch, clever, lustig, cool, alles auf einmal. Gespielt von Scarlett Johansson. Und verliebt sich in sie. Er stellt sie sogar seinen Eltern vor. Ich habe eine Freundin. Oh mein Gott, wie heißt sie? Und kriegt mit ihr aber ein Problem. Denn er kommt immer noch nicht so richtig von den Pornos los und sie findet das super ekelhaft und ist mega abgeturnt davon. Und jetzt ist Don John in diesem Problem zu seiner Pornosucht und gleichzeitig aber zur Liebe zu seiner Freundin gefangen und weiß nicht, was er machen soll. Und davon handelt dieser Film. Don John, im Original Don John's Addiction. Was zur Hölle machst du da? Ich check meine E-Mails. Nein, tust du nicht. Sie hat rausbekommen, dass ich Pornos gucke. Das war's. Ich schwör's bei Gott. Oh. Wieso guckst du dir diese beschissenen Filme an, die du immer siehst? Filme und Pornos sind was völlig anderes. Für Filme gibt es Preise, John. Das ist eine originelle Story, weil natürlich diese Pornosucht absurd ist, aber gleichzeitig auch, glaube ich, vielen Leuten bekannt. Mal schnell irgendwie ein Porno angucken, bevor man vor die Tür geht. Und weil ich das so noch nicht gesehen habe und weil natürlich gerade der Witz in diesem Film daraus besteht, dass die Abläufe immer alle gleich sind. Immer gleich und plötzlich kommt in dem Fall die Liebe dazwischen und man kann die Abläufe nicht mehr so leben, wie man das gerne möchte. Und manchmal denkt man sich, na klar, die Liebe ist das Tollste, was es gibt und das Schönste und das, was wir alle haben wollen. Aber da muss man dann auch ganz viel von seinen gewohnten und vielleicht liebgewonnenen Abläufen für opfern. Und ob man das immer so einfach kann, weißt du, das ist die schwierige Frage. Und das ist so die Prämisse des Drehbuchs, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Such dir eine Farbe aus und wir treffen uns dann an der Kasse. Ich muss noch ganz schnell in die Haushaltsabteilung, okay? Was? Wo willst du hin? Was? Wo willst du hin? Ach, ich brauche noch solche Swiffer-Tücher und da will ich mir noch schnell ein paar von holen. Tücher? Was? Für den Swiffer. Ich weiß nicht, was das ist. Du kennst den Swiffer nicht? Was ist ganz das? Ganz ehrlich? Nein. Baby, das ist das Beste. Probier sie aus. Wie reinigst du die Fußböden? Du hast diese tollen Böden. Benutzt du einen Mop? Nein. Was machst du dann? Keine Ahnung, ich nehme Besen. Dazu kommt noch, dass ich den originell inszeniert finde und dass ich das Cast super finde. Der Don John freundet sich dann auch mit so einer Frau in der Selbsthilfegruppe an. Die wird gespielt von Julianne Moore, die eine wahnsinnig tolle Schauspielerin ist. Tony Dancer wieder zu sehen, der wirklich toll ist, so als alter italienischer Papa, ist wahnsinnig gut. Joseph Gordon-Levitt selber spielt super. Scarlett Johansson ist natürlich Knaller und dann gibt es lauter so schöne Ideen und so schöne kleine Twists in diesem Drehbuch. Klar, die Gefahr, wenn man eine Geschichte erzählt, die sehr auf so einer Wiederholung basiert, ist natürlich, sich zu wiederholen. Logisch. Mein Körper, meine Bude, meine Karre, meine Familie, meine Kirche, meine Jungs, meine Mädels, meine Pornos. Körper, Bude, Karre, Familie, Kirche, Jungs, mein Mädel. Und das ist vielleicht das, was man ihm am ehesten vorwerfen kann. Dadurch, dass die Abläufe auch immer gleich gezeigt sind, verliert er nicht Tempo, aber kriegt irgendwann so eine Redundanz. Ich finde, dass das gut funktioniert, aber ich verstehe, wenn das Leuten so langweilig ist, weil nicht viel darüber hinaus passiert. Des Weiteren ist das ein Film, dessen Moral zwiespältig ist. Also es ist keine sehr klare Disney- fass dein Glied nicht an Moral, sondern man hat ein großes Verständnis für die Hauptfigur. Aber der schafft das, unpeinlich Porno zu erzählen, unpeinlich Wichsen zu erzählen. Und das ist ein Verdienst, das nicht viele Filme haben. Das finde ich irgendwie cool. Ich weiß gar nicht, ob Frauen die Geschichte so gut verstehen, ehrlich gesagt, oder
Das ist eine krasse Jungsgeschichte. Also ich will jetzt gar nicht, ist jetzt gar nicht sexistisch oder sonst was gemeint, aber das ist so eine super krass typische Jungsgeschichte, sich irgendwie zu Hause vom Porno schnell einen runterholen, bevor man irgendwie Pizza ausfährt. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film zu gucken. Der ist sehr skurril, der ist auch sehr lustig, aber der hat auch ein Herz. Und deswegen macht der Spaß, deswegen ist der gelungen. Also war für mich eine totale Überraschung. Hätte nicht gedacht, dass er so gut ist. Hab gedacht, vielleicht ganz lustig. War dann überraschend gut. Sollte man sich angucken. Don John bekommt von mir 4 von 5 Palmen. Weil das ist noch nicht perfekt. Es gibt diese paar Mankerl, aber ey, Debüt, wahnsinnig guter Film. So, wenn ihr den Trailer zu Don John sehen wollt, dann klickt jetzt hier oben hin. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich Joseph Gordon-Levitt getroffen und über diesen Film geredet habe, was schon ein paar Monate her ist, dann klickt hier unten hin. Viel Spaß dabei. Man muss ja auch beim Browser, liebe junge Menschen, immer ein Inkognito-Fenster öffnen. Bei Chrome und so geht das. Und da dann diese Seiten ansurfen. Sonst kann man das in eurem Verlauf wiederfinden. Und das ist ja peinlich, wenn dann einer Joop eingibt und dann, versteht ihr, die Autovervollständigung dafür sorgt, dass die Leute sehen können, auf welchen Seiten ihr gewesen seid. Deswegen Inkognito-Fenster öffnen und da dann die Sachen eingeben. Die meisten von euch wissen das, manche aber vielleicht noch nicht. Verlauf immer mal wieder löschen. Was gibt es sonst noch so für Tipps? Weißt du noch was? Den Porno-Ordner so benennen, dass man nicht drauf schließen kann. Genau, den Porno-Ordner so benennen, dass man nicht drauf schließen kann. Ich habe mir den Namen von King of Queens geklaut. Deswegen heißt bei mir dieser Ordner Glücksbärchis. Und ist auf meiner externen Festplatte drauf. Aber ist natürlich voll auffällig. Glücksbärchis ist eigentlich voll auffällig.